Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind im Halbfinale und mal gucken, ob wir wieder so einen interessanten Gegner bekommen, so ein interessantes Team wie im Viertelfinale, als wir ein Silberteam als Gegner hatten. Okay. Und ich bin auch gespannt, ob Werner sich irgendwie geiler spielt. Dreierkette, interessant, aufgewerteter Harz. Ja, anständiges Team. Bakka ist mir schon unangenehm aufgefallen als Gegner. Der andere weiß ich nicht, wer das ist. 80er, wahrscheinlich schnell, keine Ahnung. Ach, ich habe wieder vergessen, auf die Champs Freestyles zu achten. Hey, das ist meine Eröffnung. Oh, das war natürlich interessant. Da hatte ich gehofft, ich kann einfach vorbeiziehen. Das hat nicht ganz geklappt. Jetzt aber. Sag ich doch. Scheiße! Das hat dann leider genau richtig nachgezogen mit seinen Spielern. Zur Folge hat er, dass ich meine Chance hier versaut habe. Mist. Das ist hier aber verdammt dicht. Ich glaube, das läuft auf ein. Fuck! Dachte, bekommen wir noch mal einen Ball, da habe ich mich geirrt. Oh, Pisscheck direkt passen! Das war sehr ärgerlich. Sorry, aber Reus ist schnell. Gut. Und abgefälscht, geil. Oh, und wenn jemand geile Distanztore schießt, dann ist es natürlich Vidal, wer sonst? Schöner abgefälschter ins leere Tor, sehr geil. Gucken wir uns nochmal an. War auch nicht so, ja, ich weiß nicht, ob der sonst überhaupt reingegangen wäre. Der war auf jeden Fall unhaltbar abgefälscht. Ich glaube, sonst wäre er gar nicht rein, weil er nicht straff genug geschossen war. Aber muss auch mal sein, zählt wenigstens. Ach geil, dass das als Tor von uns zählt und nicht als Eigentor. Was ist denn da los? Gegner war doch dran. Und hat halt wirklich unhaltbar abgefälscht. Aber im echten Leben würde das auch nicht als Eigentor gewertet werden. Aber wir wissen ja, wie das in FIFA normalerweise abläuft. Macht einen ganz blöden Laufweg, Embolo. Ich dachte, er geht rechts lang, dann hätten wir halt wunderbar vorbeiziehen können. Scheiße, hier mache ich einen Fehler. Aber der Gegner auch. Wollte mal einer so Distanz mit Werner probieren, weil es gerade ziemlich zu war, aber immerhin die Ecke. Ach, hat er ein Glück. Ah, wir laufen mit Reus genau richtig zu. Hallo! Ach, wir haben mich wieder festgehalten halt. Ich hatte aber erst zu spät gemerkt, dass ich Embolo nicht durchsetze. Ich dachte, okay, Embolo, der hat einen fetten Körper, der schafft das. Gut gemacht von ihm. Das war auch richtig gut gemacht von Gustavo. Leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Oh, hallo. Gehen wir über die, mit,
über die Pace mit Vidal, also es ist nicht die schnellste Pace, aber wir sehen, es reicht aus. Was ist denn das für ein Katastrophenpass? Oh mein Gott! War ja wohl eindeutig klar, also der hat ja auch dahin gespielt zu Gustavo, aber die muss halt einfach noch schneller spielen. Das war ja... Nicht aufregen, nicht aufregen. Alles ist gut. Alles ist gut. Ist auf jeden Fall einer von der aggressiven und schnellen Sorte, das merkt man. Och, Mist! Vorbeigesenkt. Vorbeigesenkt? Vorbeigesegelt. Okay, das war mal ein geiles Dribbling. Den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich schon drin gesehen. Krass, das wäre fast das zweite Tor für Vidal geworden. Und eine Vorlage von Werner. Aber naja. Tunnelt. Ach du Scheiße, was war denn das? Danke. Hallo, das wäre so ein geiles Tor von Embolo geworden. Schade. Wäre wieder eine Vorlage von Werner gewesen. Verdammt, mach doch mal die Bude rein. Werner braucht Scorepunkte. Abseits. Ach, zwei Scorepunkte geklaut wurden. Waren schöne Pässe, Mann. Ja, ich würde sagen, mit. Führen auf jeden Fall verdient. Gegner nullmal geschossen. Wir hatten Alu-Treffer, hatten auch so noch ein paar sehr gute Situationen, die wir leider nicht machen. Waren halt alles eher Halbchancen, aber ich denke trotzdem, können wir uns hier nicht beschweren. Oh, danke, dass du dann noch nicht mehr mitläufst. Und? Alter, Alter! Ich glaube, das war Werner, oder? Mit diesem geilen Kopfball gegen Alu. Zweites Mal Alu. Nice. Interessanter Pass. Ah, diesmal war die Flanke leider nicht so geil. Ich verstehe einfach nicht, warum ich diese scheiß Kopfballdinger nicht reinmachen kann. Ich meine, es war doch schon wieder eine großartige Chance. Okay, das sind gerade sehr riskante Pässe, die ich hätte besser nicht gemacht. Nein, oh na, danke. Alter, was mache ich denn? Zweite. Okay, aber der Gegner macht halt auch krasse Aufbaufehler, hat hier Glück. So spielen wir Fußball, riskant, aber gut. Okay. Schade. Ich hatte nämlich gerade gesagt, er lässt jetzt Werner durchlaufen, also loslaufen und rennt auf Reus drauf, aber hat sich dann nochmal. Er hat es dann nochmal kurz anders überlegt und deswegen, ja, hat es dann nicht so geklappt, wie mir das vorgestellt habe.
Sehr geil. Ach, wieder die Ballannahme nicht hinbekommen und dadurch kein Schuss mehr. Sehr geil von Vidal. Steht halt nur 1-0, das ist hier gerade das große Problem. Danke. Reus. Alter, das dritte Mal, Alu, wollen die mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ich wollte extra an das Eck zielen. Ja, ich habe zu genau gezielt. Scheiße, Mann. Jetzt noch irgendwie einen Ausgleich fressen, wird's echt scheiße. Mein dreimal Alu ist echt unangenehm. Na also, und Werner macht auch noch ein Kopfballtor. Kranke Scheiße. Das ist aber sowas von Zeit, verdammt nochmal. Eieieiei, schöne Flanke, Kruse. Und der kleine Werner mit seiner guten Sprungkraft, auch wenn er überhaupt nicht aussieht wie Werner, macht hier das Kopfballtor. Sehr geil. Und ist aber sowas von verdient. Dreimal Alu verflucht. Kopfballtor ist was ganz Besonderes. Die kommt so selten. Ich meine, ich habe jetzt in dem Spiel alleine zwei Kopfbälle ans Alu gesetzt. Na also. Also das muss ich natürlich zugute halten, diese. Er hat auch gute Vorlagen gespielt in dem Spiel, gegeben in dem Spiel. Also ja, wenn er im nächsten Spiel auch wieder scoret, dann werde ich wohl auch in der Weekend League ihm mal eine Chance geben. Mal schauen. Okay, blöd. Spielt aber auch ultra offensiv. Ja, viel zu offensiv. Der Pass war einfach scheiße von Gustavo. Den hätte man so viel besser spielen können. Macht halt immer wieder den Fehler. Foul. Halt nicht. Und da ist das nächste Tor, wieder Vorlage von Kruse und dann das Ding von hier, feier mal mit Werner, mit Kruse. Ich hatte gerade meinen Controller nicht in der Hand. Sehr geil. Ja, wieder schöner Pass von Kruse auf Werner und er macht dann halt einfach ins leere Tor. Aber da muss er auch stehen, von daher alles gut. Und er macht wieder zwei Scorerpunkte. Also ich habe ja eh gesagt, ich werde ihn noch mindestens ein Spiel testen, aber ich denke auch. In der Weekend League hat er sich eigentlich einen Test verdient. Ja, sorry, da habe ich gedacht, er macht direkt den Pass und habe dann schon in die andere Richtung gedrückt, in den ich meinen Spieler steuern wollte. Dann hat er aber den Pass erst später ausgeführt. Das hat dazu geführt, dass ja, der Pass dann halt in die falsche Richtung ging. Und der Spieler auf sehr offensives aussieht. Und verteidigt immer noch schlecht. Ja, das sollte natürlich nicht hingehen. Oh, ich wollte eine schöne Vorlage machen. Komm. Okay, das. Was? Der ist doch noch heiß! So sagt mir das denn niemand. Wie geht das denn? Eieiei. Und Sokrates macht ihn auch noch. Wieder eines von diesen merkwürdigen Toren, aber wie gesagt, auf die kurze Ecke. Das funktioniert eben einfach. Sehr geil. Aber man muss sie halt wirklich immer so merkwürdig ins lange Eck setzen, weil er die doch Torhüter sonst hält. Schön mit Pfosten. Das entschädigt, also jetzt das 4-0 entschädigt ja fast schon die drei Alu-Treffer. Oh Gott, wenn die auch noch reingegangen wären, wie verrückt. Einfach ein Distanzschuss, war klar. Oh, wenigstens noch ein schönes Tor machen.
Das gucken sich aber auch so wenige ab, oder? In dieser kurzen Ecke. Ich meine, klar, es gibt immer mal ein paar Leute, die das machen. Aber der Großteil macht entweder die kurze Variante oder machen halt die ganz normale Ecke in die Mitte rein. Das ist halt echt merkwürdig, dass sich das fast niemand abguckt. Ach, muss ich da rumsprechen eigentlich? Tore, zwei von Werner, einmal Sokrates, einmal Vidal, Vorlagen, zweimal Kruse, einmal Vidal, einmal Reus. Also Reus ist momentan halt auch mega krass, was die Scorerpunkte angeht. Er hat, glaube ich, einen Scorerpunkt weniger als Spiel, aber ich glaube, bei ihm haben wir ja auch schon mindestens ein Spiel, das abgebrochen wurde. Absolut verdient gewonnen. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht irgendwie da ein Abbruch kommt. Verdammt nochmal, fällt mir gerade ein. Oh Gott, wer? Es kommt wieder irgendein Abbruch, ey. Diesmal am besten im Finale. 24 Stunden Disconnect, geil. Ja, was? Drei? Ich könnte schwören, dass er vor dem Spiel drei hatte, bei vier Spielen. Okay. Egal, dann hat er jetzt halt drei auf fünf Spiele. Wenn wir eins abziehen auf vier, das ist so oder so gut. Halt. Und Werner hat auf drei Spiele. Müssen wir da halt abziehen? Nee, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ist so oder so gut. Auch bei zwei Spielen vier oder bei. Nee, ich glaube, das passt. Nee, ich glaube, das passt schon. So, das Finale spielen wir jetzt auch noch mit ihm. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax, jetzt bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das gewinnen wir. Die 3000 Coins würde ich gerne mitnehmen. Tschüss, tschüss.